und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute machen wir ein ganz leckeres Mittagsgericht. In meiner Version ist es vegetarisch gehalten. Ihr könnt natürlich auch noch irgendwie euch ein Fleischstück oder sowas dazu anbraten. Und dieses leckere Rezept hat mir nämlich mein Schwesterherz, die Vicky, zugeschickt. Und ich habe mir gedacht, komm, wir probieren das gemeinsam aus. Ich habe noch überlegt, ob ich es erstmal selber testen soll, aber ich vertraue natürlich auf mein Schwesterherz. Und übrigens, Vicky ist die einzige Schwester, die noch nicht vor der Linse war bei Crystal's Delicious. Das ist wirklich ein Jammer, schade. Und Vicky, wenn du das siehst, vielleicht ist das eine kleine Motivation für dich. Oder, liebe Zuschauer, fordert sie heraus. Wir fordern sie heraus, oder? Vicky, komm, trau dich. Wahrscheinlich bringst du mich jetzt um, wenn du das siehst. Aber wirklich, also ich würde mich sehr freuen, wenn du auch mal mit vor die Linse kommst. Und ich würde sagen, wir starten auch schon mal direkt los mit den Zutaten. Wir benötigen 250 Gramm Bulgur, 650 Gramm Wasser, ein Esslöffel Gemüsebrühe, da verwende ich immer wie immer das von Alnatura am liebsten, eine Zwiebel halbiert, also beziehungsweise geviertelt, das waren bei mir 140 Gramm. Dann benötigen wir außerdem noch 3 Teelöffel Curry, da verwende ich immer am liebsten dieses karibische Curry von Zauber der Gewürze, da könnt ihr aber einfach eins nehmen, was euch am liebsten ist. 25 Gramm Olivenöl, da verwende ich das ganz normale von Maiolio, das kennt ihr ja auch schon. Dann haben wir hier noch 3 Äpfel geviertelt. Das waren bei mir in etwa so 350 Gramm. Dann benötigen wir außerdem noch 400 Gramm Blumenkohl, eine Dose Kokosmilch, das sind in etwa 400 Milliliter. Und außerdem noch 1,5 Teelöffel Salz, ein bisschen Pfeffer, 200 Gramm Tomaten, die auch schon mal geviertelt. Da habe ich so kleine Cocktailtomaten verwendet. Und außerdem benötigen wir noch 100 Gramm Erbsen, die sind tiefgekühlt, die habe ich jetzt schon mal so ein bisschen auftauen lassen. Und dann außerdem noch so ein paar Stängel Koriander oder einfach die Gewürze, die ihr mögt. Als erstes geben wir nun Wasser und unser Esslöffel Gemüsebrühe in den Mixtopf und lassen das Ganze für 5 Minuten 100 Grad Stufe 1 einköcheln. Und jetzt füllen wir quasi unseren Bulgur hier in die größere Schüssel rein. Das ist die mittlere Schüssel von den Glasschüsseln von dem Pamperchef. Und die haben hier diesen tollen Silikondeckel. Und da füllen wir quasi den Bulgur rein, geben das heiße Wasser aus dem Mixtopf hinzu und decken das Ganze ab und lassen das einfach nebenbei ein bisschen quellen. Und jetzt geben wir die Zwiebeln in den Mixtopf und lassen die für 4 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern und schieben dann alles mit dem Spatel nach unten. Und jetzt geben wir eigentlich nur noch Öl und Curry in den Mixtopf und lassen das Ganze für 3 Minuten 120 Grad Stufe 2 andünsten. Jetzt kommen nur noch die Äpfelspalten hinein für 4 Sekunden Stufe 4,5. Jetzt geben wir unsere Blumenkohlröschen in den Mixtopf, geben noch 50 Gramm Wasser hinzu, dann noch die Kokosmilch, Salz, Pfeffer und lassen das Ganze für 8 Minuten 100 Grad auf den Linkslauf und auf die Rührstufe andünsten. Jetzt kommen wir schon zum vorletzten Schritt. Jetzt fügen wir nur noch die Tomatenhälften und die Erbsen in den Mixtopf und verrühren das Ganze mit dem Spatel. Und damit der Bulgur jetzt nicht kalt ist, geben wir den quasi in den Varoma rein, lassen das überschüssige Wasser abtropfen, geben es dann hier oben auf den Mixtopf drauf und dann stellen wir den Thermomix auf 10 Minuten Varoma Linkslaufstufe 1 ein.
Und jetzt füllen wir das Ganze einfach nur in zwei separate Schälchen um und können das Ganze schon servieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Meinen Kanal habt ihr hoffentlich sowieso abonniert. Und denkt dran, nicht vergessen, Vicky, fordert sie heraus. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder.